Deutschlands meistverkauftes Auto der 80er Jahre ist nicht tot zu kriegen. Hier haben wir 1990er VW Golf 2. 98.000 Kilometer hat er erst gelaufen. Der 1,3 Liter Basisbenziner mit 55 PS. Und dieses wunderschöne Auto hier gehörte mal Bettina. Sie hat sich von dem Auto getrennt. Bettina, warum? So ist es. Der Wagen stand 5 Jahre auf dem Hof, wurde nicht mehr gefahren und das ist ja schade. Und ich habe gedacht, der möchte wieder auf die Straße und deswegen habe ich ihn mal verkauft. Ja, an genau den richtigen, nämlich an mich. Und ich werde mich um den Wagen kümmern. Werde die Verschleißteile, die jetzt ein bisschen vernachlässigt worden sind, werde ich natürlich alle erneuern. Und das Auto soll auf jeden Fall wieder auf die Straße. Der ist 24 Jahre jung, der hat es noch vor sich. 5 Jahre Standzeit hat dieser 1,3 Liter Vierzylinder Benziner hinter sich, 55 PS stark, völlig ausreichend bei einem Fahrzeuggewicht von nur 855 Kilo und einer relativ kurzen Getriebeübersetzung, lässt sich richtig flott bewegen. Ja, was passiert jetzt mit dem Motor? Erstmal tauschen wir natürlich den Zahnriemen aus, denn wir wissen nicht, wann er mal neu gekommen ist. Aktuell die Laufleistung 98.000 Kilometer. Alle 30.000 Kilometer sollte man sich mal den Zahnriemen ansehen, ob er spröde ist, ob er noch genug Spannung hat. Wir werden ihn austauschen. Das gilt auch für Verteilerfinger, Verteilerkappe, Zündkabel, Zündkerzen. Das kommt natürlich neu. Luftfilter, Kraftstofffilter. Die Batterie war nach 5 Jahren Standzeit auch völlig im Eimer. Bremsflüssigkeit, ganz wichtig. Die hat Wasser gezogen. Die erneuern wir auch. Aber ansonsten gibt es an dem Motor nicht viel zu tun. Läuft wie am ersten Tag. Völlig normal bei so einem alten Auto ist Ölverlust. Hier sehen wir, hier kommt es aus der Ölwanne. Auch das Getriebe ist undicht. Das werden wir natürlich alles in Ordnung bringen. Hier sehen wir auch, hier ist eine Haltestelle vom Auspuff, völlig weggerostet. Da ist nichts mehr dran. Ansonsten sieht die Abgasanlage aber noch recht gut aus. Dicht ist sie auch noch. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass dieses Auto 5 Jahre lang im Garten gestanden hat. Das heißt, es war schutzlos Kälte, Nässe und Hitze ausgesetzt. Und wenn man sich mal diesen Unterboden hier ansieht, dann muss ich echt sagen, ich bin beeindruckt. Also an Rost gibt es hier so gut wie nichts. Minimal Kantenrost. Klar sind hier Fahrwerksteile betroffen, aber das ist alles nur oberflächlich, spielt gar keine Rolle. An den wichtigen Stellen hier, Schwellerfalze beispielsweise, Achsaufnahmen, das ist alles so gut versiegelt beim Golf 2. Selbst nach 24 Jahren hat dieses Auto kein ernsthaftes Rostproblem. Dieser Stoßdämpfer hier sieht aus, als ob er die letzten 10 Jahre lang in der Ostsee gelegen hätte. Und genauso ist auch die Wirkung, die ist nämlich nicht mehr vorhanden, der hat die Wirkung einer Luftpumpe. Bei der Überführungsfahrt bin ich 80 Kilometer gefahren mit diesen Dämpfern. Ich habe richtig geschwitzt. Dazu noch mit den alten Reifen. Wie gesagt, 5 Jahre lang Standzeit. Die waren eckig, porös. Die Reifen waren hochgradig gefährlich, genau wie die Dämpfer. Ist natürlich schon alles neu. Hier haben wir nagelneue Winterreifen. Neue Felgen haben wir dem Golf auch mal gegönnt. Die Stoßdämpfer sind vorne wie hinten nagelneu. Bremsschläuche haben wir erneuert. Bremsflüssigkeit ist neu. Ganz wichtig, muss alle 2 Jahre geschehen, weil hygroskopisch. Das heißt, die nehmen Wasser auf. Dann bilden sich Dampfblasen und der Bremsweg kann sich extrem verlängern. Also wer in diesem Auto hier eine Betriebsanleitung braucht, der sollte lieber Bus und Bahn fahren. Kaum Schalter vorhanden und die wenigen, die vorhanden sind, an genau der richtigen Stelle. Übrigens sitzt man hier deutlich bequemer als in Bus oder Bahn. Die Sitze bieten genug Oberschenkelauflage, guten Seitenhalt. Das hat VW richtig gut hinbekommen. Nicht so gut allerdings die Haltbarkeit des Dachhimmels, typische Golf 2 Marke. Hier hinten an der C-Säule und an den Seitenrändern hier löst sich der Kleber ab. Und dann kommt hier oben diese Schicht, diese Kunststoffschicht, pellt sich dann runter. Bei unserem Auto war das so schlimm, dass der Himmel quasi hinter den Vordersitzen herunterhing. Sicht nach hinten gehen null. Da haben wir einen neuen Gebrauchten eingebaut. War etwas fummelig, hat ungefähr 4 Stunden gedauert. Im Innenraum also alles bestens. Den Himmel haben wir wieder gut hingekriegt. Und das mit der Dachdichtleiste, das schaffen wir auch noch. Die hat sich nämlich hier komplett zerbröselt. Dank UV-Licht ist der Weichmacher entwichen, völlig im Eimer. Da haben wir eine neue vom Verwerter für 30 Euro. Der neue ist viel zu teuer. Was soll man sagen? VW Golf. 6,3 Millionen wurden gebaut vom Zweier zwischen 1983 und 1992. In der schlichten CL-Ausstattung. Heute immer noch ein Auto, mit dem man überall vorfahren kann. Ganz klassisch die runden Scheinwerfer. Bei den GTI-Modellen die Doppelscheinwerfer. Beim GL und auch beim GTI die dicken, voluminösen Stoßfänger bei der letzten Serie. Immer noch ein schönes, zeitloses Auto. So waren sie, die 80er und 90er Jahre. Wenn man richtig Bums haben wollte im Auto, mit Bums meine ich jetzt nicht Leistung, sondern Bassbums, dann hat man sich hier so ein dickes Soundboard reingefrickelt. Und das schränkt das Handling übrigens ganz schön ein. Der Kofferraum ist zwar sehr gut nutzbar und groß, ne? Auch umlegbare Rücksitzbank, da geht dann richtig ordentlich was rein. Aber mit dem schweren Ding hier ist das Handling wirklich sehr beeinträchtigt und einhängen kann man es auch nicht. Ich glaube, da besorgen wir uns wieder die originale Ablage.
Unser Golf hier hat eine CL-Ausstattung. Was CL genau bedeutet, bleibt wahrscheinlich das Geheimnis von Volkswagen. Könnte eventuell bedeuten Classic Luxury. Oh, Luxury, das sucht man hier vergeblich. Wir haben hier einen von innen verstellbaren Fahreraußenspiegel, das gleiche auf der Beifahrerseite. Ein umschäumtes Zweispeichenlenkrad ohne Servolenkung. Ein Viergang Schaltgetriebe, fünfte Gang Fehlanzeige. Dafür haben wir hier eine Mittelkonsole, eine Zeituhr, einen Intervallscheibenwischer, regelbare Instrumentenbeleuchtung. Also durchaus so ganz kleine nette Details. Das Schiebedach hier, mechanisch betätigt, war extra, 775 Mark Aufpreis. Aber was der Golf damals schon richtig gut konnte, das ist kultiviert fahren. Also der Wagen ist erstaunlich leise, lässt sich trotz fehlender Servolenkung sehr präzise fahren. Die Karosserie ist wunderbar übersichtlich. Und gerade, dass der Wagen im Innern so karg ist, macht ihn heute wieder begehrenswert. Also es macht richtig Spaß. Denn das unmittelbare Fahren, das, was fürs Fahren wichtig ist, das kann er richtig gut. Der ist handlich, der bremst gut, der federt gut. Mit den neuen Dämpfern liegt er auch richtig satt auf der Straße. Mir macht der richtig Spaß. Und trotz 55 PS, bei dem Leergewicht von nur 885 Kilo, zieht er ordentlich. Also wirklich ein tolles Auto. Ich fahre den richtig gern. Wenn wir jetzt mal Bilanz ziehen hier. 70 Euro Kaufpreis, neue Stoßdämpfer, neuer Zahnriemen, alle Betriebsflüssigkeiten neu, der Dachhimmel. Da fließt noch einiges rein und am Ende landen wir mit Zulassung bei ungefähr 1500 Euro. Das ist der Wagen dann aber auch wert und dann ist er uneingeschränkt alltagstauglich. Allerdings ist es natürlich für jemanden, der großen Wert legt auf passive Sicherheit, also sprich Unfallsicherheit, nicht unbedingt das optimale Auto. Airbags und ABS, Fehlanzeige. ABS gab es zwar für einen Golf 2, aber der hier hat es nicht. Da ist man also nicht unbedingt auf der sichersten Seite unterwegs. Aber für jemanden, der sich für das Youngtimer- und Oldtimer-Hobby interessiert, ist das hier ein optimales Einsteigerauto.